Und da haben wir einen gefangen. 939 Erfahrungspunkte. Und Glurak erreicht Level 58. So. Mal eben mal gucken. Was es hier so zu holen gibt. Da war noch ein Item. Hauptsache Magma rennt mir voll hinterher. Radikal. Direkt vor meiner Nase gespawnt. Da wir die hochspringen, ist egal, wie hoch ich den Ball werfe. Der geht dann so oder so daneben. Das sind so zwei Abwehranimationen: das Hochspringen und das Wegschlagen. Ach, tiefe Erfahrungspunkte hier. Ja, mag man auch noch mit. Dann hat sich wenigstens gelohnt, dass wir. Verdammtes Mistvieh. Dass wir die ganzen Pokébälle gekauft haben. Was haben wir denn jetzt überhaupt noch? Ach, 220. Da haben wir erstmal noch ein bisschen. Und so lange ist das Spiel auch nicht mehr. Gleich noch die Siegestraße. Weil nach Alabaster zurück. Das ist aber nur Wasser-Pokémon. Die wahrscheinlich sowieso schon auch haben. Weil die was in der Siegestraße für Pokémon jetzt sind. So, da haben wir noch ein Item: ein Hypertrank. Und auch noch ein Gegner. Du wirst mir dabei helfen, stärker zu werden. Ja, du mir ja auch. Aber ich sehe eigentlich nur, wenn Erstrainer Guilaume, meine Güte, Kicker, wenn er mich besiegen würde, hacke ich Erfahrungspunkte. Also helfe ich dir eigentlich nicht dabei, stärker zu werden. Du, aber mir. Bäm. Erwischt. Kingler wurde besiegt. Ja, das sind schon mal die ersten Erfahrungspunkte, die ich kriege. 746 für Pikachu. Und dann ist jetzt Rasaf ein. Nö, komm. Sollte Pikachu auch hinkriegen. Zu voll zum Wechseln. Ja, war ich doch. Und wird gelobt. Für den Volltreffer. Kannst du halt 731 Erfahrungspunkte. Tja. Hast mich ja wohl nicht geholfen. Du aber mir. Das kam unerwartet. Das habe ich schon öfter gelesen. 5 Hyperbälle haben wir gekriegt. Ich muss noch viel stärker werden, wenn ich gegen Pyro gewinnen will. Solange ich trainiere ich hier. So rum. So, hier ist sonst nichts. Jetzt sind wir jede Menge. Guck mal, die wir alle nicht wollen. Ich dachte gerade, der wird nochmal abwehren. Aber ist auch nicht drin geblieben. Da haben wir ihn aber. ...460 Erfahrungspunkte. Ah, der Radikal hat eben auch noch. Aber wir müssen mal wieder verschicken an den Professor. Ich glaube, mittlerweile ordentlich was angesammelt. Hast du Wasser-Pokémon habe ich auch nicht verschickt, ne?
Radikal wurde gefangen. Und ein paar Flotbonbons. Pikachu erreicht Level 59. Kann man weiter das Flotbonbon verwenden. Onidoking Level 56. Aber für die Plus-Plus müssen die ja Level 60 sein. So, jetzt mal raus hier. So, dann die Leiter runter. Dann müssen wir noch eine Treppe. Müssen wir gleich noch hochgehen. Hier noch nicht gemacht. 5 silberne Himihi-Bären. Wer bist du? Hier sollte eigentlich niemand sein. Forscher Ramon fordert dich heraus. Und er setzt Elektroball ein. Hey! Ich hab doch zur Seite gedrückt. Was nehmen wir hier? Wir können Kadabra nehmen. Kann auch noch ein paar Erfahrungspunkte gebrauchen. Sternschauer. Psychokinese. Oh, Elektroball wurde besiegt. 773 Erfahrungspunkte. Und Pikachu auch. Slimewalk. Na komm, bleiben wir jetzt. Bei Kadabra. Slimewalk wurde auch besiegt. 787 Erfahrungspunkte für Kadabra. Und Totok erreicht Level 57. Forscher Ramon wurde besiegt. Was für ein Reinfall. Bin schon mal gewesen beim Reinfall. Aber der wird ja mit H geschrieben. Was suchst du? Einen Schlüssel? Keine Ahnung, wovon du redest. Du bist mir eine Hilfe. Ein Feuerstein. Bei den Pokémon. Das ist ein Teleporter. Einen nutze ich jetzt lieber nicht. So, hier sind wir nämlich schon mal auf einem ziemlich guten Weg. Einmal Matschbombe. Hallo, warst du hier? Oh nein, ich habe mich verlaufen. Wo bin ich hier nur gelandet? Die Blutweg fordert dich heraus. Und er setzt Smogmon. Nicht Smogmon. Ich wollte Smogmon sagen, aber da stand Smogmon. Und es ist auch ein Smogmon. Ja, Smogmon ist zumindest noch direkt besiegt, nicht wie Smogmog. Fast 299 Erfahrungspunkte, ist ja ein Witz hier. Ja, komm, bleiben wir dabei. Da, Britzel Turbo. Wieder nur 299. Dann nur Smogon. Das ist jetzt schon echt ein bisschen arm, was ich an Erfahrung dadurch bekomme hier. What?
Trotz Volltreffer hat der diesmal überstanden. Ah, ist Pikachu vergiftet. Aus eigener Kraft, um nicht zur Last zu fallen. Das ist doch mal hier ein Einsatz. Tja. Smogmog. Ja, komm, dann wechseln wir jetzt mal. Nehmen wir Glurak. Flammenwurf. Zack, erledigt. Die Blutwig wurde besiegt. Dabei wollte ich doch nur in aller Ruhe einen Clown gehen. Tja, aber das ist hier nicht. Was glaubst du noch den Schlüssel, den wir klauen wollen? Da haben wir noch ein Item. Einmal Top-Trank. So, dann müssen wir hier drücken. Ich habe sogar gesehen, was sich bewegt hat. Moment mal. Ein Ditto! Wow, Ditto, ey. Ich weiß noch, bei der ersten Mal Blaue Edition, da habe ich zum Verrecken das Ditto nicht gefangen gekriegt. Ich wollte einfach nicht drin bleiben. Und habe ich meinen Meisterball für ein Ditto verschwendet. Ich habe jetzt gedacht, das Slimer sieht aber ein bisschen komisch aus. Aber da war es ein Ditto. 1344 Erfahrungspunkte und eine Menge Energiebonbons. Für Ditto wurde ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Wenn es seinen Gegner ausmacht, verwandelt es seinen Körper in eine nahezu perfekte Kopie seines Gegenübers. Habe ich nie ganz verstanden, warum man das machen sollte. Weil eigentlich willst du ja ein Pokémon haben, was gegen deinen Gegner ankommt und nicht das gleiche. Also eigentlich bist du ja, sag ich mal, wenn er sich in Glurak verwandelt. Glurak ist jetzt ja ein Totok haben und kein noch ein Glurak. Komm schon, Ditto. Komm mit mir. Da hat noch ein anderes Ditto gefangen. Da seid ihr zusammen. Man könnte zum Professor. Na, Professor zieht beim Ditto nicht. Das ist Professor Eich, wo ihr hin könnt. Da habt ihr es ganz gut. Viel besser als hier in der kaputten Villa. Nee. Zieht bei dem nicht. Also, das war jetzt nur großartig. Viel besser geht doch schon gar nicht mehr. Noah! So, mein Pokéball, der ist voll in der Luft. Der Hyperball. Hat mich schon gefragt gehabt, wann wir auf Ditto stoßen. Hier ist so schön viel Platz. Ein idealer Ort für meine Vorstellungsarbeiten. Forscher Angelo fordere ich heraus. Electric. Ach, nicht Kampf. Ich hab doch gesagt, nicht Kampf. Meine Fresse, ey. Ich bin auch zur Seite bewegt.
Aber mach du mal dein Lichtschild da. Psychokinese. Hat gereicht. Ich dachte schon, da würde jetzt ein bisschen überbleiben. Oh, Kadabra erreicht Level 57. Porsche Angelo wurde besiegt. Schon mal erstmal gucken, ob es hier irgendwo. Da ist noch was. Ein Sonderbonbon. Das lassen wir bestimmt nicht liegen. Wir werden zum Schluss werden wir da ordentlich die Sonderbonbons reinknallen in die Pokémon, um denen nochmal die letzten Level hoch zu machen. Die gegen die Top 4 schön stark sind. Aber vorher fangen wir hier noch ein paar Ditos oder andere. Oh. Ja, jetzt geht. Ich werfe zweimal nach rechts. Und einmal geht er nach links und einmal geht er nach rechts, wie immer. Ach komm, Dito. Das hat sich auch richtig schön lang gemacht, ne? Dass der Ball daneben flog. Ey, ich krieg die Krise bei dem Scheiß mit dem Ball werfen. Der wartet auch immer, dass ich den Scheißball werfe und dann. Ich will nicht. Boah, geht mir das auf den Nerv. Da! Der immer! Ich habe jetzt echt so gewartet. Und genau dann, nachdem ich den Ball geworfen habe. Nee, ich will nicht. Der ist ja vorher zur Seite gegangen. Ich habe extra gewartet. Ball ausgewählt. Und dann. Ach so, kotzen. Wenn so eine Scheiße so programmiert wird, dich einfach nur zu nerven. Und wenn du dann einfach fabelhafte Würfe hast, bringt gar nichts. Der Scheiß entkommt trotzdem. Und ist dann noch geflohen. Ach, ist das so ein Scheiß, den sie hier programmiert haben. Den hatte ich schon betätigt jetzt, ne? Größte Rotz ist das. Oh, da ist Mewtwo entkommen. Du findest hier ein Top-Elixier. Wo das Glas dafür ziemlich gut aussieht. Da steht ein riesiger Glasbecher, sieht sehr stabil aus, aber weist eine kleine Risse auf. Irgendwas muss mit voller Wucht mehrmals von innen gegen das Glas geschlagen haben. Die klonen ja hier Pokémon. Da steht ein Glasbehälter, sieht sehr stabil aus. Weißer Spuren nur Flüssigkeit. So, du findest einen Geheimschlüssel. Na komm, lass mal jetzt sein hier. Ich will hier raus. Klick, ein versteckter Schalter. So, damit wir mal wieder rauskommen. Die Tür hier ging mich dann zu. Dann gehen wir jetzt zu den Jungen. Ich verrate dir jetzt mal was. Wenn du auf das Feld eintrittst, wird man zum Eingang zurückteleportiert. Da staunst du was, deswegen bin ich noch nicht draufgegangen. Sowas habe ich mir schon gedacht.
So. Müssen ja noch eine Treppe hochgehen, wo wir noch nicht hochgegangen sind.